Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar geht es um die Glossy Box. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der ersten Glossy Box von 2020 befindet, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossy Box habe ich im Jahresabo und zahle ungefähr, ja, ziemlich genau 12,50 Euro pro Monat, also pro Box und ja. Die möchte ich gerne mit dir zusammen auspacken. Ich blende dir auch hier mal meinen Gutscheincode ein. Dann kriegst du den ein bisschen günstiger, wenn du quasi ein neues Abo abschließt. Und ja, ne? Januar-Edition. Januar. Neues Jahr, neues Glück. Keine Ahnung. Ne? So schaut sie aus. Das ist das ganz klassische Design. Wir haben jetzt hier nicht irgendwie ein Rampampam drum zu. Sprich, wir haben kein, Special Design, spezielles Design. Es ist einfach die ganz normale rosa Edition, sag ich mal. Hier haben wir die, das Heftchen und das Motto ist Sleep and Refresh Edition, okay. So ähnlich halt wie, das letztes Jahr war irgendwas mit Fit und so weiter, ne. Das finde ich schon mal ganz gut, das ist dann ziemlich das Gegenteil von dem, genau. Also ganz entspannt. Riecht nach nichts tatsächlich. Ich gucke immer ganz gerne, bevor ich mir die Produkte angucke, was sich der Autor dabei gedacht hat, als er die Box gepackt hat. Sprich, bei der Glossy Box hast du ja immer ungefähr 5 Beauty-Artikel mit drin und die werden halt aus einem gewissen Portfolio ausgesucht, was man hier halt im Heftchen findet. Da sind die Preise drin, da sind die Produktbeschreibungen drin und ganz am Anfang von dem Heftchen ist immer so eine kleine Info, ja, was sich quasi das Glossy Box Team dabei gedacht hat. Ich bewahre dieses Infoheftchen auch immer irgendwie auf. Ich habe da so einen ganzen Ordner für meine ganzen Beauty-Heftchen. Zeit für Beauty, Schlaf und erfrischende Treatments mit deiner Glossy Box Sleep and Refresh Edition. Erfrischend? Ich mag nicht so gerne frische Düfte. Ich mag auch nicht so gerne dieses Refreshment. Also da bin ich sehr gespannt, was dann da drin sein wird. Ui. Happy New Year, lieber Glossy. Wir hoffen, du bist wunderbar geschmeidig gerutscht und gut im neuen Jahr 2020 angekommen. Jo. Starte mit uns in den Glossy Januar und lass dich von unserem Motto Sleep and Refresh inspirieren. Im ersten Monat des Jahres widmen wir uns jeder Menge Erholung, Beauty-Schlaf und Treatments, die unserem Gesicht, Body und der Seele guttun. Okay, das ist schon mal ganz nett, wenn man irgendwas hat, was einem gut tut, weil Me-Time und dieses Ganze, ne, das finde ich auch mal ganz nett. Dabei stehen die ausgewählte und erfrischende Beauty- sowie Pflegeprodukte unserer neuen Glossy Box zur Seite. Unser Vorsatz, wir wollen genauer auf die Qualität der Essentials achten, die wir täglich nutzen. Okay, also gehe ich davon aus, dass ich jetzt hier vielleicht Produkte drin habe, die auch von den Inhaltsstoffen qualitativ hochwertiger sind und vielleicht auch von den Marken. Das würde mich auch interessieren. Also vielleicht ist der Wert hier auch exorbitant hoch. Mal gucken. Sie sollen uns schließlich mit allen notwendigen Nährstoffen und Superfoods versorgen und uns voller erfrischender Beauty-Energie durch den Tag bringen. Ja. Befrei deine Haut und Gedanken von allem Überschuss, ganz im Sinne von Detox, denn 12 inspirierende Monate voller neuer Herausforderungen und Erlebnisse stehen vor dir. Ja, das Detox, okay. Vielleicht eine Peel-Off-Maske, die dir alles aus dem Gesicht saugt, man weiß es nicht. Doch wir wollen nichts überstürzen. Die Zeit genießen und dir vor allem ausreichend Ruhe gönnen, sowie dich in Achtsamkeit üben. Okay, ist da... Okay. Nee. Ist eine Schlafmaske drin? Also ich meine, die Lady hier vorne drauf hat eine Schlafmaske auf dem Gesicht, ne? Hatten wir ja schon mal, okay. So ist auch deine Glossy Box mit unentbehrlichen Essentials gefüllt, die deinen persönlichen Beauty-Moment perfektionieren. Okay. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossy Box-Team. Ja, läuft, ne? Dann hast du hier auch manchmal noch so Schminktipps drin, dann Sneak Peek für nächsten Monat. Okay, da haben wir die Love Crosses Borders Edition. Also, ne, Liebe. Hier, wie heißt das? Valentinstag und so ein Kram, ne? Okay, ja, aber wir gucken jetzt mal in die Box. Das heißt, wir haben hier die Produkte in der Box. Wir haben hier ein Schleifchen, was wir einmal öffnen. Hallo. Ja, so. Wir haben ein Seidenpapier, was mit einem Klebi verschlossen ist, der sich rückstandslos entfernen lässt. Und mich springt hier direkt ein Produkt an. Also, ja, der Blick in die Box ist schon mal vielversprechend, weil sieht alles schon mal ganz nice hier aus. Okay. Oh ja, Avant oder Avant. Pro Collagen Isododecane Trolamine Pro. Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. Eine Pro Perfecting Collagen Primer. Touche Eclat. Ein Primer ist das mit 30 Millilitern.
den hatten wir doch, also wir hatten doch auch so eine Creme in dem Glossybox Adventskalender, die so sackteuer war. Also denke ich auch, dass dieses Produkt ziemlich teuer ist. Age Restore, auch ganz nett. Joa. Einfach ein Primer. Okay, ja, geil. Freue ich mich drüber. Ist auch noch hier so original verschlossen. Also das wird dann auch demnächst mal getestet. Aber jetzt bin ich jetzt halt gerade geschminkt, weil ich kam von der Arbeit und ich hatte einfach Bock auf Farbe im Gesicht. Echt. Aber das finde ich schon mal ganz cool. Ne? Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr teures Produkt. Okay, dann haben wir hier etwas drin. Auch das hatte ich schon mal im Adventskalender oder in der Box mit drin. Dr. Botanicals Pomegranate Superfood Regenerating Sleeping Mask. Auch 30 ml sind hier enthalten. Okay, ja. Ja, eine Gesichtsmaske für die Nacht quasi. Ja. Okay, und dann machst du das einfach aufs Gesicht, lässt es dann, also wie halt eine Nachtcreme, lässt es einwirken und spült es morgen ab. Also ich meine im Prinzip halt wie eine sehr reichhaltige Nachtcreme, hätte ich jetzt getippt. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal die weitergegeben. Dieses Mal versuche ich die wirklich als Nachtcreme zu verwenden. Bin da sehr gespannt drauf. Dr. Botanicals, ich glaube, die haben auch recht gute Inhaltsstoffe. Also dementsprechend auch dieses Produkt passend zu dem, was uns vorher versprochen wurde. Snooze, Sweet Dreams, Happy Days, Natural Sleep Drink, Regular, 135 ml sind hier enthalten. Ja, was ist das? Trinke eine Dose Snooze, Natural Sleep Drink, 30 Minuten vor dem Schlafengehen. Auf Kräuterbasis mit Pflanzenextrakten wie Baldrian, Passionsblume, Zitronenmelisse und kalifornischem Mohn, die dir helfen, gut zu schlafen. Snooze, gut schlafen, damit du morgen dein Bestes geben kannst. Okay, ja, kann man auf jeden Fall mal trinken, ne? Brauche ich jetzt nicht trinken, weil es ist noch nicht 30 Minuten vom Schlafen gehen. Aber wenn das hilft, warum nicht? Aber ein Getränk hatten wir, glaube ich, noch nie in der Glossybox mit drin, oder? Das finde ich irgendwie fancy. Zukin Australian Natural Sensitive Cleansing Lotion. Das ist parabenfrei mit Aloe Vera und Kamille, um das Gesicht zu reinigen. Für sensitive Haut, 125 ml und einen Pumpspender. Ja, sowas finde ich klasse, ne? Das finde ich gut. Ja, einfach so ein Produkt, was ich hier mit sanften, kreisenden Bewegungen auf die Haut auftragen und einmassieren mit feuchtem Tuch oder Waschlappen entfernen, ein- bis zweimal täglich anwenden. Also das kannst du morgens und abends quasi verwenden, um deine Haut zu reinigen. Also halt nachdem du dich abgeschminkt hast, kannst du das dann verwenden. Entweder tatsächlich nach dem Duschen. Ja, ich glaube nach dem Duschen macht das dann Sinn abends bei mir, ne? Ja, cool. Gefällt mir. Kann man das riechen? Es riecht sehr, sehr sanft. Also nicht wirklich parfümiert. Einfach cremig, würde ich jetzt mal sagen. Hat auch so eine milchige Farbe, ne? Das muss getestet werden. Das finde ich cool. Vor allem, dass es einen Pumpspender hat, feiere ich, weil ich liebe Pumpspender. Gut. Und dann haben wir hier Oritza Beauty Opaline Flawless Highlighter. Das ist ein Highlighter-Stick. Ich mag jetzt leider nicht so gerne Highlighter-Sticks. Ja, Champagne Pearl. Ah, da muss ich drüber nachdenken, ob ich den behalten will oder nicht, weil ich finde das eigentlich immer schwierig. Vor allem, wenn ich dann so ein Produkt mit dabei habe, wo ich einfach weiß, dass ich es nicht wirklich benutzen werde. Das will ich jetzt nicht anbrechen. Also vielleicht werde ich das in eine Verlosung packen. So, und dann haben wir hier noch ein Produkt drin. Das ist das Produkt Nummer 6. Normalerweise hast du ja nur 5 drin. Von Neutrogena. Intensive Zizer Handmaske. Sehr geil. Spendet Feuchtigkeit, pflegt und repariert in nur 10 Minuten. Ich finde das jetzt aktuell so, so gut. Und wenn du halt eine Handmaske benutzt, hast du ja auch 10 Minuten einfach mal nicht deine Hände zu bewegen. Das heißt, das ist auch mal eine ganz gute Geschichte, um einfach mal abzulachsen, ein bisschen zu chillen und ein bisschen die Ruhe reinzuziehen. Finde ich richtig gut. Ne? Finde ich echt geil. Geil finde ich das natürlich auch, wenn du dir richtig dicke Handcreme aufgibst und dann gibt es so Baumwollhandschuhe, die du einfach drüber machst. Das ist auch wie eine Handmaske quasi. Ja, ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen nachhaltiger, als wenn du halt die ganze Verpackung hier als Verpackungsmüll hast. Aber ich finde es eigentlich ganz cool und das werde ich auf jeden Fall testen, denn ich habe aktuell auch sehr, sehr trockene Hände. Ja, das war jetzt tatsächlich schon die Box. Schon ist gut, ne? Wir haben ein Produkt mehr als sonst, aber mir hat es richtig gut gefallen. Also es sind schon coole Produkte, die ich hier neben mir stehen habe und ich denke, dass wir vom Wert her auch richtig hoch sind. Denn dieses Avant oder Avant-Produkt ist relativ hochpreisig.
Mir hat es richtig gut gefallen. Doch, also die Januarbox hat mir ganz gut gefallen und wenn du vielleicht auch mal dich inspirieren lassen möchtest und dir vielleicht auch mal ein Abo anschauen möchtest, dann kannst du gerne meinen Code verwenden, um da ein bisschen zu sparen. Und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!